In diesem historischen Gebäude im Rathaus des Kantons Glarus darf ich meine Lehre als Käfer absolvieren. Mein Name ist Maren Wenger, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache das E-Profil. Durch unsere Rotationsmodelle im kaufmännischen Bereich erhalte ich die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen kennenzulernen. Eine davon möchte ich euch gerne zeigen. Hier sind wir im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt in Schwanden. Am Schalter seht ihr den Dylan. Er ist ebenfalls in der Ausbildung als Kaufmann im zweiten Lehrjahr und macht zusätzlich Berufsmatura. Der Dylan gibt einer Kundin gerade eine Autonummer raus und löst ihr Fahrzeug ein. Fremdsprachen sind am Schalter gefragt. Der Dylan schätzt, dass er seine zweite Muttersprache, Italienisch, bei Bedarf einsetzen kann. Am Abend überprüft er die Kasse. Neben Schalteraufgaben nimmt der Dylan auch viele Kundenanfragen via Telefon entgegen. Hier könnt ihr unseren Lernenden Moritz sehen. Er ist im ersten Lehrjahr als Informatiker in der Fachrichtung Systemtechnik. Er installiert gerade einen Drucker, damit Dylan Fahrzeughausweis drucken kann. Aufgrund der unterschiedlichen Standorte und Abteilungen ist eine Lehre als Informatiker beim Kanton Glarus besonders spannend und abwechslungsreich. Hier stehe ich in der Landesbibliothek Glarus. Für Medien- und Literaturinteressierte bieten wir die Lehrstelle als Fachmann, Fachfrau, Information und Dokumentation an. Suchen wir doch mal unsere Lernende. Jimin ist im ersten Lehrjahr. Hier sehen wir sie bei der Katalogisierung. Die Aufgabe ist wichtig, damit die Leute nachschauen können, was sie alles in der Bibliothek auslehnen können. Jimin arbeitet auch am Schalter und leitet die Medien aus. Der Kanton Glarus bietet eine interessante, vielseitige und attraktive Grundausbildung. Er erfährt einiges über rechtliche und politische Abläufe. Und als Lernende steht man der Glarner Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite. Haben wir dein Interesse geweckt? Weitere spannende Infos und Vorteile entdeckst du auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.